Oh, ich muss euch dazu noch was Lustiges erzählen. Ich bin schon in der Familie bekannt dafür. Alter, das Ding ist so laut. Aber es hat ein Ducati-Heck. Also Heckdesign ist von der Ducati, schon krass. Aber warum macht man das? Warum nimmt man bei so einem Chopper ein Heck von Ducati? Ich hasse es ja immer, wenn darüber diskutiert wird, dass wir Supersportlerfahrer oder generell Motorradfahrer, ausgenommen jetzt Harley-Chopper-Fahrer, so laut sein. Leute, ihr habt die Ducati gerade gehört, ihr habt die Harley gerade gehört, wie laut die war. Und dann wird über uns gemeckert, Digga, kann ich echt nicht nachvollziehen. Wow! Wow! Leute, habt ihr die Taube gesehen? Wow! Alter! Ich muss euch dazu noch was Lustiges erzählen. Ich bin schon in der Familie bekannt dafür. Ich hatte mal einen Mercedes W211 E-Klasse. Und ich bin von Bremen aus nach Hamburg zurückgefahren. Wir hatten Herbst und es war sehr nebelig. Und ich bin von Bremen zurückgefahren, sehr gemütlich. Ich war auf der linken Spur. Hab dann vom Weiten schon einen riesen Vogel gesehen. Warte, wo lang muss ich, Digga? Mein, biege ich ab? Schon wieder diese Stelle noch und ich frag mich, wo lang ich muss. Ja, hier lang. Richtung Pondorf, ja. Hab dann von Weitem schon einen riesen Vogel gesehen, was schon sehr eigenartig geflogen ist. Also eigenartig meine ich jetzt, saß auf der Leitplanke und ist dann immer wieder hochgeflogen und runter. Also immer nur so 2 Meter hoch und runter, hoch und runter. Ist aber nur hochgeflogen und dann immer runter geknallt. Das sah schon derbe komisch aus. Und dann bin ich halt vorsichtig auf die ganz rechte Spur, es war auf der Autobahn auch nichts los, bin dann relativ langsam gewesen. Und dann war ich ganz rechts und hatte nicht mehr viel Abstand zu dem Vogel. Auf einmal, das Ding war riesig, auf einmal fliegt es los. Ich zeige euch das mal so, ich fahre hier ganz rechts. In der Zeit, wo ich hier rechts gerade komme, fliegt dieser Vogel los. Und dann auf der Höhe knallt es voll gegen meine Front. Ich habe noch versucht abzubremsen und sowas. Voll gegen die Frontschürze geknallt. Und dann, das Auto ist halt zu der Zeit noch relativ, es ist immer noch ein sehr modernes Auto. Mit Warnsystem und hast du nicht gesehen. Krass. Und sofort ging über das Kombigerät halt Tacho ist ja ein Display. 10.000 Fehlermeldungen, bing, 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 bing. Ich hatte eine Mitfahrerin, ich sofort nächste Raststätte raus, hab mir die Front angeguckt, Leute. Meine Schürze, wo die Nebelscheinwerfer waren, die war kaputt. Das Ding war zerschmettert. Ich habe im Innenspiegel diesen Vogel noch sehen können, wie es dann da lag. Es hatte eine Flügelspannweite von einer Autobahnspur. Sprich, 2 Meter Flügelspannweite hatte dieser Vogel. Es war eine Eule oder ein Uhu oder ich weiß nicht, was größer ist. Mein Auto hatte einen Riesenschaden dadurch. Dann halt Versicherung angerufen, mir ist gerade das und das passiert. Die meinten, ja, ruf mal sofort hier beim Förster an. Beim Försteramt an, habe ich dann auch getan. Dass der Vogel dann geborgen werden konnte, was es dann war, weiß ich nicht, weil ich musste halt nicht so lange da bleiben. Auf jeden Fall hatte alles so seine Richtigkeit. Die Versicherung hat das dann Ganze reguliert, hat mir den Schaden ersetzt gehabt, weil es war auch nicht wenig, ne? So ein Vogel, das knallt euch mit 100 Sachen oder 80 Sachen, weiß ich nicht, wie viel Klamotten ich drauf hatte, gegen die Schürze. Der zertrümmert euch diesen ganzen Plastikschürze weg. Ich kriege auch immer wieder
sei es zum Geburtstag oder irgendwelche Anlässe, immer wieder irgendwelche Eulen geschenkt oder Fotos zugeschickt. Dann andere Sache, ich war ja die ersten Videos mit Blackout, müsst ihr mal reinschauen. Da ist so ein Kamikaze, kleiner Vogel war das, fast gegen mich geflogen. Er hatte das sogar auf seiner Kamera auch noch festgehalten, nur auf meinen auch. Ich versuche das mal rauszufinden und euch einzublenden. Auf jeden Fall war das schon knapp. Dann hat das der Blackout Kamikaze-Vogel genannt gehabt. Dann als wir als wir die Aufnahmen für die Drohne gemacht hatten mit der Drohne, auf der Autobahn, Leute, fliegt ein Vogel genau hier. Ich habe es halt noch gesehen, wie es meinen Spiegel verdeckt hat. Hier so durch, zack und vorbei. Auch wieder derbe knapp gewesen. Und jetzt diese Taube. Und diese Taube sah ja auch schon so verwirrt aus. Echt krass. Was neulich hat mir, wer war das? Da war das Sumoduro, den ein Vogel gegen die Schulter geflogen ist, wo er dachte, dass ihm die Schulter fast ausgekugelt wäre. Leute, man darf das nicht unterschätzen. So ein Vogel wiegt ja auch was. Auch wenn es nicht die Welt ist, aber mit der Geschwindigkeit ist es nicht ohne, wenn man so ein Tier abbekommt. Ganz ehrlich. Unterschätzt man da so ein Mini-Meise nicht oder so. Mini-Meise. Oder eine andere Sache. Da waren wir... Wo waren wir da? Das war letzten Sommer. Richtung Ratzeburger See, genau. Richtung Ratzeburg war das. Ich bin vorausgefahren, wir waren auf der Landstraße und vor mir war ein Auto. Es war eine sehr kurvige Landstraße, weshalb ich mich auch geärgert hatte, dass die ganze Zeit ein Auto vor mir da ist und ich in den Kurven nicht überholen wollte. Und dann war da eine Gerade und dann hab ich gedacht, komm, überholst du den jetzt? Und wollte dann überholen, hatte dann so ein ungutes Gefühl. Wer die Ecke dann Ratzeburg kennt, weiß, die ist halt sehr kurvenreich. Hab's dann nicht getan, bin dann hinter ihm geblieben. In dem Moment kommt aus dem Gebüsch so ein Bambi, so ein Reh, so ein kleines Babyreh rausgesprungen vor das Auto und springt nochmal richtig knapp weg. Und jetzt stellt euch vor, ich hätte das Auto überholt und wäre vor dem Auto gewesen. So, jetzt könnt ihr euch selber ausmalen, was mit mir passiert wäre auf dem Motorrad. Das Ding wäre gegen mich gesprungen, ich wäre zur Seite weg und wir hätten, ja, Motorrad wäre hin oder keine Ahnung. Es war auf jeden Fall für uns beiden nicht gut ausgegangen. Und das sind halt so Momente, da kannst du noch so vorsichtig sein. Acht drauf geben, dass du da selber sicher unterwegs bist und meinst, alles unter Kontrolle zu haben. Aber solche Natureinflüsse oder Einflüsse von Tieren und Menschen, die können wir halt nicht verändern bzw. einschränken. Wir können die halt sehen, können uns dementsprechend darauf vorbereiten und vorbereitet darauf reagieren, aber verändern können wir das schlussendlich nicht, deren Handlung. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, Leute. Gebt auf euch Acht, auf euren Umfeld Acht. Achtet auf Wild, also auf Tiere. In dem Sinne, Leute, das war jetzt mal so ein Real Story, Real Talk, True Story, wie auch immer. In dem Sinne, Leute, haut rein. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Bis dann. Ciao, ciao, ciao.